Damals kamen bei mehreren schweren Erdstößen mehr als 25 Menschen ums Leben. Oder im Süden. 2002 bricht Ende Oktober der Ätna auf Sizilien aus und wenige Tage später bebt die Erde im gut 700 Kilometer entfernten San Giuliano di Puglia. Mehr als 25 Kinder und eine Lehrerin sterben in den Trümmern der Dorfschule. In den Tagen vor dem Unglück gab es immer wieder kleinere Beben. Ganz normal für die Region, erklärt Rainer Kind vom Geoforschungszentrum in Potsdam. Eine Vorhersage für ein großes Beben ist dies nicht. Erdbebenvorhersage ist ein großes, ungelöstes Problem in der Erdbebenforschung. Was man aber machen kann, ist Erdbebenfrühwarnung. Also nachdem ein Erdbeben geschehen ist, und wir haben das bestimmt, wissen wo und wie stark das war, dann dauert es eine gewisse Zeit, bis die zerstörerischen, langsamen Wellen ankommen. In Japan werden zum Beispiel die schnellen Züge damit gestoppt. Das handelt sich aber dann nur um Sekunden oder Zehntelsekunden. Die Bewohner in Amatrice wurden in der vergangenen Nacht von dem Beben überrascht. Die Geologen kennen jetzt bereits die Ursache. Diesmal bewegten sich die Erdplatten voneinander weg. Ja, das erst einmal zu dem Beben in Italien. Schauen wir zu dem, was heute noch war. In Melle bei Osnabrück ist ein Linienbus mit einem Zug zusammengestoßen. Auch hier gibt es Verletzte.